Was kommt dir in den Sinn, wenn du das Wort Sünde hörst? Findest du dieses Wort altmodisch? Denkst du, ein Leben ohne Sünde ist langweilig? Bekommst du ein schlechtes Gewissen, wenn du an deine Sünden denkst? Was ist Sünde eigentlich? Und was hat Sünde mit einer Dartscheibe zu tun? Das griechische Wort für Sünde lautet hamartia und bedeutet Zielverfehlung. Das bedeutet, ich setze mir zum Beispiel das Ziel, mehr Sport zu machen, verfehle aber dieses Ziel. Gut, die Konsequenzen, dass ich zu wenig Sport mache, sind nicht tragisch. Es gibt aber eine andere Art von Zielverfehlung in meinem Leben, die ernsthaft negative Folgen hat. Nämlich die Verfehlung von Gottes guten Plan für mein Leben. Und ich behaupte, dass auch du an dem Punkt gescheitert bist. Gottes Plan ist, dass wir in einer liebevollen Beziehung mit ihm und miteinander leben. Aber wenn wir uns die Realität anschauen, müssen wir zugeben, dass wir nicht immer nach diesem Plan leben. Wir lügen. Wir hintergehen andere und wir brechen unsere Versprechen. Wir behandeln andere oft, wie wir nicht behandelt werden möchten. Wir haben das Ziel, einander zu achten und zu lieben, verfehlt. Die Konsequenz von dieser Zielverfehlung ist, dass wir von Gott getrennt und vor Gott schuldig sind. Und das ist die wahre Bedeutung von Sünde. Nein, Sünde ist nichts Altmodisches. Und es hat auch nichts mit Schokolade essen oder Falschparken zu tun. Sünde ist unsere egoistische Haltung und somit auch unser egoistisches Handeln. Die Resultate von Sünde sind zerstörte Beziehungen, Gier, Kriege, Unterdrückung, Menschenhandel und vieles mehr, was wir nicht haben wollen. Weißt du, wir alle kennen doch diesen Wunsch nach einer heilen Welt. Nach einer Welt frei von allen Folgen von Sünde. Wenn wir aber ehrlich sind, müssen wir zugeben, dass wir selbst einen Anteil daran haben, dass die Welt eben nicht perfekt ist. Und leider können wir unsere egoistische Haltung nicht einfach so abstellen. Eigentlich hassen wir doch die Sünde. Weißt du, wer die Sünde am meisten hasst? Gott. Er hasst die Sünde aus mindestens zwei Gründen. Zum einen, weil er selbst absolut fehlerfrei, gerecht und heilig ist. Und zum anderen, weil er uns liebt. Er liebt uns so sehr, dass er nicht möchte, dass die Sünde uns voneinander und von Gott weiter trennt. Ja, Gott hasst zwar deine Sünden, aber er liebt dich. Aber was ist eigentlich die Lösung? Wie können wir die Beziehung mit Gott wiederherstellen? Können wir selbst die Sünde besiegen? Ich bin sicher, dass wir als Mensch keine Lösung haben für dieses Problem. Wir können uns bemühen, Gutes zu tun. Wir können viel beten und andere religiöse Werke tun. Das ist alles lobenswert. Aber diese Dinge werden uns nicht von unseren Sünden befreien. Und sie werden auch nicht die Beziehung zu Gott wiederherstellen. Sünde ist im Prinzip ein Zustand, aus der wir nicht aus eigener Kraft herauskommen. Aber es gibt eine sehr gute Nachricht. Gott hat bereits die Sünde besiegt. Er hat den Schlüssel, um uns zu befreien. Er möchte dir all deine Schulden wegnehmen und die Beziehung zu dir wiederherstellen. Gib mir doch die Gelegenheit, in den nächsten Folgen mit dir ausführlich darüber zu sprechen. Ich bin mir sicher, dass die nächste Botschaft extrem wertvoll ist für dein Leben.